So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt beginnt das Geburtstagsvideo. Heute sind meine Eltern da und es gibt auch so einen Bienenstich. So, dann habe ich einen Töpfnappen bekommen. Da danke nochmal an euch beiden. So, dann habe ich dann das hier noch bekommen. Und der wird den Kuchen jetzt essen und ich werde wieder noch ein paar Videos machen und ich melde mich dann gleich wieder. Ja, das ist sehr, sehr lecker und es gibt mal nachher bei mir noch leckeres warmes Essen und ich melde mich dann gleich wieder. Ja, so, jetzt haben wir 3 Tage später. Am Montag, da waren meine Eltern da und wir haben jetzt 3 Tage später, wir haben jetzt Donnerstag und heute ist der Michael auch da. Der Michael, der wollte am Samstag kommen und irgendwie ist er fast dazwischen gekommen. Der hat auch Spätdienst. Ja, und ich glaube, doppelt älter, dann so der Michael, der Thomas, der Bruder von Michael, der hat auch Spätdienst. Und der kommt dann auch und wir gehen auch gleich frühstücken. Und ich habe einmal, das hier bekommen und dann habe ich dann hat das hier bekommen. Das kenne ich noch gar nicht. Das ist wie komplett neu. Ich glaube, ich mache davon mal so ein Testvideo. Ja, und ich melde mich dann auch gleich wieder. Ja, hier habt ihr gerade klingeln gehört. Das war der Bruder von Michael. Ja, Michael ist auch da. Morgen. Hm? Ich habe mich hier schon hingelümmelt. Hm? Und dann nochmal 40 Sachen. Jo. Ja. Und das hier. Und wir gehen jetzt frischen bei Fittich. Und ich werde, glaube ich, ganz kurz mal ein T-Shirt anziehen oder ein anderes T-Shirt. Das sieht auch gut aus, aber das werde ich auch ganz kurz mal machen. Ich melde mich dann, wenn wir beim Fittich sind. Ja, so, ich bin jetzt bei Fittich und Michael, du bist das erste Mal hier, ne, oder? Ja, hier hinten. Also ich habe schon mal Brötchen gekauft vorne, aber sonst bin ich tatsächlich hier in dem Bereich das erste Mal. So, mal gucken, wie das Frühstück so fährt. Ich werde, glaube ich, das Mini-Frühstück nehmen oder ich könnte auch das kleine Frühstück nehmen. Mal gucken. Und ich melde mich dann auch gleich wieder.
So, ich habe jetzt hier einen schönen Organisator. Hier lässt sich gut sitzen. Ja, mhm. Ich finde das sehr, sehr lecker. Und schön angenehm. Und wir haben jetzt schön das Frühstück bekommen. Ich würde sagen, das sieht sehr lecker aus. Ich finde es ja ein guter Appetit. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, ich würde sagen, das Frühstück war sehr lecker. Ich habe auch alles aufgegessen. Und wie war dein Frühstück? Ich bin in den letzten Stunden. War sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, vor allem heute schön mit Sonnenschein. Also. Es lohnt sich, ne? Ja, auf jeden Fall. So, es ist alles sehr lecker. So, das ist der Mittel. So, das ist der eine mit dem schwarzen T-Shirt, aber den kann man nicht so ganz sehen. Der will nicht die Kamera sein. Ich würde sagen, du hast ganz schön Hunger gehabt, ne? Okay, bin Spaß, muss sein. So, jetzt haben wir den Samstag und es kommen heute Andreas und Ina, Bebe und Martin und Nina und John. Und wir tun meinen Geburtstag nachfeiern. Ich habe schon mal den Tisch gedeckt. Und ich habe auch schon die Klimaanlage angemacht. Und bei mir war es auch ein bisschen sehr warm und ich melde mich dann in Kürze wieder. Ja. Die anderen, die kommen auch schon, Bebe und Martin, Andreas und Ina. Und ich mache gleich meine Tür auf, wo die rauskommen. Oder ich warte schon mal. Die müssen auch gleich kommen.
Ja, ich? Es dauert noch ein bisschen. Okay, ich mach mal die Tür mal auf. Nee, ich fahr jetzt doch nicht mal hier. Die sind in oben. Ich denke, den haben wir belegen, wo die lang gehen. Und da kommen die. Ja, lernen wir schon. Vielen, vielen. Und Oliver, vielen. Und ich melde mich dann gleich hier. Weißt du, wie er gesehen hat, Martin und Bärbel und Andreas und Inna sind auch hier. Martin und Bärbel habt ihr zuletzt gesehen bei der CD, Kerne, bei der Disco. Genau. Ja, dann ist er Martin ganz kurz mal aufgestanden, wo ich gefilmt habe. Der war sogar so, hallo, hier bin ich. Hallo. Da hier sind die beiden. Jawohl, hallo. Oh. Ja, aber eins muss ich auch sagen. Ja, ihr wisst doch, wer wir sind, ja. Ja, diesmal hat es alles sehr gut geklappt. Ja, bei Martin und Bärbel hat es auch alles sehr gut geklappt. Genau. Ja, diesmal war auch Andreas. Andreas und Ina auch dabei. Und wenn ihr Martin mal richtig kennenlernen wollt, fragt einfach Martin Bärbel, die haben letztes Mal einen kleinen Rundgang durch ganz Martin gemacht. Ja, ja, das stimmt. Ja, war ja auch fast. Wo seid ihr denn ausgestiegen, jetzt mal hier einen Hut? Ja, ja, wir oben. Ja, wir hatten da den Auto, den da vorne. Ja, so, ja. Dann da war in Berlin, haben wir Rentner aufgesehen. Ja. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Ja. Und dann bin ich einmal, habe ich Thomas geholfen gehabt, auch ein Bekannten von mir, so, und einmal, das habe ich bekommen. Die halten der Zug nicht. Da bin ich in der Station weitergefahren, in Süderburg. Da muss ich auch Zug von Das habe ich von Martin und Bärbel bekommen. Von Andreas und Ina. Ja, danke schön. Bitte. Ja. Aber ich noch schnell bei Penny noch schnell geholt hier noch. Weil sonst hätten wir das aber aufgeräumt. Wir wollten die Boaters. Ich bin gestern erst gegen halb fünf reingekommen. Ah. Ich war gestern Morgen bei SVO gestern Morgen. Ah. Aber dass er bei Penny mal noch war, das kommt mir schon denken. Ich habe euch dann zu innen lang gehen sehen. Ja. Nee, ich musste jetzt noch mit SVO, weil ich hätte ja noch eine Rechnung vom Modellfeier gekriegt. Vom Strom. Ich habe mich eingesehen, dass ich von meinem Konto den Strom zahle für die das Haus zahlt und dann zahle. Ja, du willst du wenigstens. Und dann kann das halt ich leider bezahlt nicht, weil ich bin nicht für alles zuständig. Wenn die da schon wohnen. Nee, ich war ja auch vorher, ich war keiner, der gewohnt hat. Ja, aber wenn da keiner gewohnt hat, nein, was ich habe gesagt, bevor es einfriert, habe ich gesagt, am Strom abmelden können, die auch schon ganz abmelden können. Ja, das hat wohl so, die Frage. Ja, das kann ich immer gut gebrauchen. Ja,
Ist doch eh so warm. Und dann, wie der durch ist, dann geht das ja. Gibt Eistorte. Aber nee, Bananenfall ist so hart, die Bananenfall ist eine Bananenfall. Das ist nein, Bananen sind ein wie Wein. Warum ist denn das so hart dann noch? Ja, weil die Äpfel, da hat er die weiter nicht rausgenommen. Dazu ist der rausgenommen. Sechste sind, nee, fünf. Mach jetzt hier noch fünf Stück aufteilen. Ja, so, herzlich willkommen zu meinem Geburtstag. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schöne Gespräche. Besonders euch, herzlich willkommen. Gut, dass ihr gut hergekommen seid, ohne Unfälle dieses Mal. Du hast natürlich der Führer dabei auch gewesen. Hm? Ja. Der Führer, der sich ja auskennt, der Bahn, der noch auskennt. Ja. Und wir werden das jetzt essen, sind Erdbeertorte von meiner Mutter, sind selbst gebacken, dann eine Bananentorte. Er tut sich hier lüften. So, dann Eiskaffee. Ja, und ich wünsche euch nun viel Spaß und ich wünsche euch einen guten Appetit. Danke. Kann ich selber auf die Kleine raufkriegen, ist klar. Der ist hier fremd. Ja, ich weiß. Sie kennt er ja, ist doch okay. Er fremdet. Komm mal, ruf ihn mal rein. Nee, allein an, warm werden. An Gasschalen und sowas, da war mindestens, ich will übertreiben, 30 oder 40 Gasschalen, die müssen wir feiern. Oh. Also, Kompaktschalen sind klein, weißt du? Ja. Oh. Dann die Gasteller, weißt du, Gisser, das oder so ausstellen kann. Ja. Gisser ausstellen kann. Ich habe jetzt die nächsten Gesänge bekommen. Ja, wir haben uns das letzte Mal auf dem Frühlingsfest in Hannover gesehen. Dann mal gucken, wir kommen dieses Jahr auch wieder nach Hannover zum Schützenfest. Okay. Und ich habe mal das Geld bekommen, die Burette. Habe noch was bekommen. Ja. Und ich werde dann einfach. Ja, danke an euch beiden. Du kochst ja so gerne. Mhm. Deswegen. Ja, der Tor, ehrlich gerne. Ja. Einfach ein Rezept. Mal gucken, vielleicht kann ich das auch mal machen. Also, ich habe jetzt so was Einfaches ausgesucht. Mhm. Alleine die Sonne, wie er kocht. Ich ja. Ja, und ich werde mir das ja weiter essen. Und ich melde mich dann kurz wieder. Ein bisschen Move?
Ja, das geht auch. Toilettenpapier. Olli? Olli war das für Toilettenpapier. Toilettenpapier. Also, was hat die Das war schön euch kennengelernt. Ja. Hab noch einen schönen Geburtstag. Ja, mal gucken, jetzt sind wir uns eher auf dem Zwischenfest in Hannover. Ja, auf jeden Fall. Und mal gucken, wie jetzt immer eher uns treffen. Mal. Das auf jeden Fall machen wir. Ja. Ne? Und dann noch ein Kochbuch. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall etwas nachkochen oder Flipper. Ja, machen wir. Ja, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ne? Ja, also dann. Bis dann. Ja, tschüss. Der Formel sind einmal Bärbel Martin. Und ich glaube, ich mache das gleiche, was ich das letzte Mal auch gemacht habe, aber das diesmal war ich das ein bisschen anders. Ja, schön. Herr Bärbel und Martin, geht der Kleine auf ein Zwischenfest in Celle? Ja, gehen wir. Hannover auch? Hannover waren wir noch nie. Noch nie? Hannover war es einmal. Einmal, okay, in Celle, dann würde ich sagen, gehst du gerne in die Achterbahn? Nee. Nein, danke. Muss ich sagen. Okay, du gehst gerne in die Achterbahn. Dann nehme ich dich ganz kurz mal mit in Tom der Tiger. Oh, Tom. Hey, Tom, ich hab gesagt. Und Martin, ja, du fährst doch gerne mit dem Projektcenter von Vespermann. Nein, okay. Okay, du fährst, dann nehme ich dich mal ganz kurz mit rein. Okay, ich melde mich dann in Kürze wieder. Was ist das? So, ich fahre mit Martin in den Projektcenter von Vespermann. Der Projektcenter von Vespermann macht richtig viel Spaß. Und so wie er sieht, so dass du ein Handtuch
Aha, Martin, was hat denn mit den Handtuchen vor? Weiß ich nicht. Die Trockenbücher machen wir. Was ist damit vor? Ja, nee, das sind wir immer eher. Das ist ein Klon, ist das? Du bist ein Klon. Also einfach mit Morgen, das war das hier. Ja, genau. Ja, deswegen über. Ja. Ich bin nach Norden, wir müssen es fliegen. Ich glaube, da haben wir keinen schlechten Kopf, wenn du mal hast, auch keinen schlechten Kopf. So, ich melde mich dann. Grüß dich wieder. So, ich tu jetzt den Teller mal raus tun. Es gibt gleich. Es gibt dann gleich. Kartoffelsalat mit Bockwurst. Und. Ja, ich hätte mal eine Idee, ich könnte den Teller so raufpacken, so umdrehen und... Olli, mach doch kein Bild da raus! Auf den Pfad unter dem Teller so rum, da super! Das ist gut. Okay. Olli. Ich glaube, das fand ich sehr witzig. Und dann... Jetzt mal noch einen Vorschlag. Ich mach mal, komm, komm, komm. So, ich mach mal so. So, das könnte sehr gut passen. Ja, das ist der Schutz, der geht. So, und jetzt geht's ins Eingemachte. Martin, es könnte sein, dass auch nachher regnet oder für dich bei mir. Und ich glaube, hier brauchen mal was über den Kopf zu. Deswegen nehme ich. Martin, dich das letzte Mal, dann nehme ich bei Baby. Falls du das willst, dann mach mal einfach so. Hast du Oliver? Ja, Oliver. Der sieht doch. Der Spaß, Oliver. Der Spaß muss sein. Genau. Das stimmt. Ja, die will ich schon ernst genug. Das wollte ich gerade sagen. Wer mir geplant war, dass ich nach Hause komme. Also, bei uns gab es heute. Ich vermisse wieder kommen, von SWO wiederkomme, fahre ich hinterher einkaufen und alles. Ja. Dann bringe ich dann nichts mit. Fleisch für uns mit. Dann bringe ich das mit. Dann brauche ich halt das Fleisch. Ich brauche nur Fleisch, was brauchen wir. Hätte einfach vier Fleisch gereicht. Ja. Mit vier Stücken drin, wo uns beide. Wieder zwei Stück Fleisch reicht und mich hinterher. Und die anderen, die sind. Das ist ja auch so, du willst mit mir anrufen. Aber wir sind da. Oder wenn wir das machen. Ah, Andreas. Ich muss mal ganz mal gucken. Ah, Andreas, du siehst noch ein bisschen sehr hungrig aus. Nee, ich bin auch nicht mehr. Jetzt will noch eine ganze Bananentorte essen. Ja? Ja, genau, die Bananentorte hat auch nicht mehr Haut. Achso, ja, okay. Die kann sie morgen alleine essen. Oh, ich habe jetzt Popcorn von Sende Popcorn von M und M Minis. Wir haben gefeiert und Andreas Meyer ja. Und Adi Leck. Und das ist auch sehr lecker. Und ich tue es mal auf den Teller drauf. Und ich würde sagen, Sie können das ja mal probieren. Ich habe es noch nicht gegessen. Mal gucken, wie Sie es so finden. Und ja, ich hätte mal einen Frage, habt ihr die schon mal gegessen? Nein, ich habe die zum ersten Mal sehe ich die. Das sind die von der M&M's. Die sehe ich zum ersten Mal. Das sind die von M&M's. Kenn die auch nicht, das sind die zum ersten Mal. Die grünen, wir kennen die roten, die blauen, das sind die blauen. Nein, das sind die anderen. Das sind Popcorn von der M&M's. Die haben wir nicht nie gesehen. Nee, noch nicht gehabt, dann tue ich die mal auf den Teller mal drauf. Mal gucken,
Also ich muss dazu sagen, ich habe auch bei Chris immer 10 Schlüssel bei unserer Wohnung. Ja, falls wir mal Aussperrungen machen. Passt mir leider auch nicht, passt mir leider auch nicht, wenn die einen Schlüssel hatten. Nein, und dafür. Weil jetzt haben wir ja gar keinen, wenn wir Mulfeil da sind, die hätten auch einen Schlüssel Mulfeil. Ja. Ich hatte als einzigen Schlüssel fürs Haus drüben gehabt nur. Ja. Ina hat erst keinen gehabt, die erste Zeit keinen. Die Feige verstorben ist, weil ich noch zur Mutter. Ina kriegt einen Schlüssel fürs Haus hier. Ja. Nicht, wenn was mit dir ist, dann Ina nicht rein kann. Ich bin auf der Arbeit, da ist was, da kommt ihr nicht rein. Das Gute war ja bei meinen Eltern das Gute. Da habe ich auch irgendwie das Problem passiert mit der Mutter. Da habe ich auch dann was Scheiße zu zeigen. Geh mir die Kette vor. Geh die Kette vor, also ich komme doch rein ins Haus, dann auch rein. Ich werde mich dann kurzzeitig wieder. So, ich habe einmal die Popcorn von M&M's. Ja, ich habe die anderen schon gefragt, ob sie das schon gegessen haben. Ich habe schon mal noch nicht gegessen. Ja, ich fange einmal mit dir mal an. Du kannst dir mal das mal nehmen. Nein. Wir sind die Vortester. Wenn man umkippt, dann weil die weiß dann, wo ich nicht. Wenn man umkippt, dann weiß man nicht. Komm mal. Eigentlich Popcorn. Das ist mit Schokolade dazu. Ja. Das ist nur eine. Das ist anders. Ich will noch einmal machen. Ja. So. Und Ina, wie findest du die? Die schmecken ganz gut. Schmecken mehr. Ja. Ich finde auch ganz gut, du ja. Auch. Und Martin? Schmeckt nach mehr. Nach mehr. Bärbel? Ja, auch gut. Ja. Aber Rudi? Wie riecht Popcorn, kannst du eigentlich sagen? Ja, wie Popcorn, nur mit Marmelade und dann werden. Und Bebe und Martin, welche Note würdet ihr geben von 1 bis 4? Oh Gott. 10. 10. Nein. Nee, von 1 bis 4. So, von 1 bis 4. Ja, ne? 3. 3. 2. 2. Und hier beide? 2. 2 meine ich auch von dir. 2. 9. Kannst essen, kann man so. Mhm. Wir haben ja noch. Ich habe auch schon mehr. Das sind auch ungefähr wie diese Popcorn mit Karamell. Das ist ja, ich werde die auch mal probieren, mal gucken, die zu schmecken. Ich hab ich noch nicht gesehen. Ja, noch nicht. Ich kann ja nicht, wo die Herr hat. Ein Penny oder die Herr hat? Geil. Ich glaube, ich werde Martin. Anschließen, die da hat auch gesagt, es schmeckt nach mehr. Ja, ich würde sagen, die sind sehr, sehr lecker. Und wenn ihr die so mal gesehen habt und hier, oder wo man die genau kaufen kann, das weiß ich nicht. Ich habe die uns von Michael bekommt, die Michael habt ihr schon mal gesehen auf. Ach so, die hast du einen Geburtstag gekriegt. Deshalb. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr die gegessen habt. Und ich bin bei groß gefallen. Ja, ich melde mich dann in Kürze wieder. Und ich lasse noch den Abend noch ausklingen. Ich glaube, die anderen, die brauchen auch noch was. Ja. Martin, okay. Sollst du sehen, ja, ich weiß. Sollst du da runter hier? Ja, ich meine, mit deinem Klöße wieder. So, Martin hat gesagt, die schmecken nach mehr. Alles. Ja, Martin, hier. Ja. Du meinst? Für dich. Weil du da hat die Fette nach mehr. Alles zu probieren. Oh, die sind wirklich gerne. Oh, die sind wirklich gerne.
Bin ich wie ich? Ich sehe sehr kaputt. Ups. Oh. Ich meinte, du wärst bei der hingefallen, ne? Ich bin hingefallen, das ist weh. Hat er wieder. Bei dieser Schweinepriester. Ja, ich werde sagen, Martin ist das nett. Ist für den Becken. Und die Kutsche von meinen Großeltern drauf, die ist eine Meister, originale Meister plus Landkutsche ist das. Boah. Meister Geschirr. Die gebe ich auch nicht her, die behalte ich. Die behalte ich. Meine Großeltern aus dir, die gebe ich her. Die machen. Ah, oh, ihr meine Zeit noch. Ey, doch. Ich bin Erinnerung von Mutter, falls ich jetzt Erinnerung stehen. Ja, ich bin nicht so hell. Mit meinen Kerzen rechts links daneben? Ja, super. So doppelt hält nochmal? Ja. Also, was soll ich den noch nie gesehen würde? Oh. Wenn ich den glauben nicht geliehen würde. Oh. Ja, das ist ein bisschen gemein. Ich bin schwach, muss sein. Genau. Der Schirm hat immer was gegeben. Ich bin immer gut drauf. Das ist typisch. Rocking ist doch. Ja, tschüss. Tschüss, Olli. Da passt der Stuhl nicht, ich bin nicht.